bin ganz so normal wie andere Menschen, aber der, der mich kennt, der weiß, wie ich bin und entweder mag er mich oder nicht. Ja. So ist es. Ich bin hier oben auf der Geißhalpe aufgewachsen, oder? Dann bin ich in Grundschule, Realschule, Fachoberschule. Und dann bin ich noch 2 Jahre Sportsoldatin gewesen, weil ich 13 Jahre lang Skispringen gemacht habe. Hallo, ich bin die Froni, bin Skispringerin, bin im DSV Zehnkaderathletin und ich zeige euch heute mal, wie so ein Training abläuft. So, jetzt sind wir in der Arena, wie ihr das hier seht. Und jetzt fahren wir mit dem Lüfter und schauen sie hoch. Und nachher habe ich mit dem Knie Probleme gehabt, oder? Und dann hat es halt noch mal ganz passt mit der Form und dann habe ich mich entschieden, dass ich eine Lehre mache. Weil mit unseren 20 hat schon mal eine Lehre angefangen, weil es ist auch schon ziemlich spät gewesen. Und dann habe ich eine Schreinerlehre angefangen, weil mein Onkel ist auch Schreiner. Und wir haben eine Holzwerkstatt und ja, es hat mir schon alle Spass gemacht mit Holz. Mein Bruder ist Zimmerer. Dann bin ich zum Schreiner Meier zu Oberstdorf gekommen. Da habe ich dann die Lehre gemacht, 3 Jahre, ein Jahr BGJ. Dann sind es 2 Lehrjahre im Betrieb, abwechselnd Schule. Ja, und jetzt bin ich seit 2 Jahren Gesell. Genau. Eigentlich bin ich mit Pürbe aufgewachsen, oder? Weil komplette Cousin und da noch der. Und also da oben sind eigentlich alle halt viele Kinder miteinander. Da haben wir dann meistens ja, mit dem Vater Kind gespielt, wo wir haben mit dem Vater gespielt, wo wir am Berg waren und die anderen haben wieder das Vieh gespielt. Dann hat man auf den Knie umeinander gejuckt den ganzen Tag und hat gefretzt mit den Händen und halt voll Banane, aber halt mehr besser, wie wenn du daheim hockst, einen Computer zockst oder halt. Wir sind halt noch wirklich in der Natur aufgewachsen, oder? Ach Mann! Nochmal! Also Auto weiß ich, dass jetzt nicht entgegenkommt. Aber Schlittler oder Rodler, die können immer entgegenkommen. So her. Ja. Und das nachher noch mehr wahrscheinlich. Das ist eh noch mal so, oder was? Mhm, oder? Das ist ein Tropfen. Wird schon mal schon alt, oder? Ja, das Bier, oder? Korbine hast du vorher geschaut.
Früher war das noch Vermietung oben, hab ein Matratzenlager gehabt. Aber das haben wir noch halt, oder hat Mama und Papa haben es noch aufgehört. Und ja, ich hatte mein Zimmer da oben, also eine kleine Stube für uns, halt für meinen Bruder und mich, weil mein anderer Bruder ist schon ausgezogen, der wohnt jetzt in Siegesoft, der ist verheiratet. Und quasi mein grosser Bruder und ich wohnen noch daheim. Irgendwann muss ich auch mal gehen von der Hoba. Mit dem habe ich mich abgefunden, dass ich das der Hoba halt nicht mehr. Dass ich da irgendwo einfach, das ist halt noch so. Dann ist halt ein neues Kapitel in meinem Leben und dann muss ich das halt mit dem klarkommen. Aber das Richtige daheim, das wird alle der Hoba auf der Geis absingen. Und ja, das sind halt die Wurzeln, die ich quasi geschlagen habe, oder? Da, wo ich aufgewachsen bin und ich das geworden bin, was ich jetzt bin. Wenn du die Wolke beobachten kannst oder die Luft herrscht oder dann knarzt oder die Reise herrscht, dann ist schon was Schönes.